Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal am Schauen, ob die Schiffe Plus machen oder Minus. Und ja, der Milchtransporter, der war da nicht so dolle, ne? Gehen wir nochmal gucken, oder? Obwohl die Linie ja als schwarz angezeigt wird. Ja, die Zufahrtskosten waren natürlich auch teuer, ne? Statistik, Profit. Immer Minus, ne? Die letzte Tour ist jetzt zwar besser, aber sieht irgendwie nicht so doll aus, ne? Oder? Und mal grad schneller. Jetzt holt er ja was. Der Milchpreis ist zu niedrig. Subventionsgeschäft über die anderen Lieferanten oder sowas, ne? Ist ein kleiner Sprung hoch, aber er ist ja schon wieder am Rückweg, ne? Also sieht jetzt nicht so prickelnd aus, ne? Als ob sich das nicht rentiert. Ja, ist 23.000, ne? Das hatten wir schon mal 20.000. Ach, das ist der Stück, oder ist nur immer die Milch? Die Milch, die rentiert sich sogar, ne? Ja. Statistik, Profit, ja, der ist ja irgendwie immer oben, ne? Zum Schluss jetzt. Und er nicht. Paletten. Wie sieht denn der Fahrplan aus? Nicht, dass er da. Ne, der fährt immer voll. Das hatten wir ja schon eingestellt, ne? Oder? Ne, ist noch nicht mal eingestellt. Stopp mal. Das würde bedeuten, Linie ändern. Und hier müssen wir auf jeden Fall 100% einstellen. So. Egal wer von beiden, ne? Dann fährt er vielleicht auch schon mal leer durch die Gegend oder was. Er fährt jetzt nach Döbeln. Aber das ist verkehrt, ne? Aber ne, der ist ja voll, dann kann er ruhig die Südfrüchte dahin bringen, dann passt das schon. Und er fährt, liegt da jetzt an, das Schiff. Und ist da genug Milch? Nur Stückgut, keine Milch. Er hat nicht genug Milch da. Das würde bedeuten, wir müssen gucken, dass der Milchwagen besser wird. Ja. Dann machen wir da noch einen zweiten Milchwagen auf die Strecke. LKW. Warte mal, lass mal die Milch nochmal gucken. Aber ist nur der. Nee, ach so, das wären andere Fahrzeuge dann, ne? Aber da gibt es auch keinen Anhänger für. Gut, dann ist der der einzigste. Der kriegt dann Döbeln, Hof, Hafen. Müsste richtig sein, ne? Starten. Ja. Gucken, was er hier hat. Döbelnhof Hafen passt. Dann ist das der richtige Weg. Wenn er voll ist, dann fährt er relativ langsam, ne? Wie viel sind da drauf auf dem LKW? 36 Kubikmeter, ne? Das ist schon einiges. Das Schiff hat 180 Kubikmeter, okay. Ja, wird schon klappen dann. Gut, dann sind wir da auch klar erstmal mit. Suchen wir mal gerade raus. Ja, hier wäre jetzt nichts Interessantes uns noch anzuschließen. Hier zwei Sehenswürdigkeiten, okay. Aber das ist es jetzt nicht unbedingt, ne? Dieses Städtchen sieht gut aus. Gucken wir mal gerade nochmal über die Städte. Abgedeckt. Hier gibt es nichts zum Abdecken. Hier oben haben wir noch ein Städtchen, da war auch schon ein Stadtbus. Ah, da oben wird es irgendwann aus dem Bezirk rausgehen, ist aber noch alles im grünen Bereich. Gehen wir einmal über die Karte den Weg, ist vielleicht einfacher. Ah, hier ist noch alles abgedeckt.
Zweite Stadt wäre hier. Ist aber auch noch alles abgedeckt. Riedenburg waren wir letztens. Da ist hier eine Fläche neben, aber das ist nur eine Straße. Dann gehen wir nach Flotow. Und nach Waldeck. Da ist auch alles gut. Hier ist nur Straße daneben, aber das wird nicht lange dauern, dann wird es da auch was anderes. Und Lauter ist hier unten abgedeckt. Gut, das passt also. So, dann würde ich sagen, gehen wir gerade über den Weg. Sag schon, Liste hier. Gucken wir nochmal rein, wer da die größten Verlusteintreiber sind. Ja. Er fährt jetzt gerade leer durch die Gegend, ne? Welchen Weg hat er denn zu Schrott? MAF Südwest. Wo fährt er denn bitte schön hin? Ach, der bringt Schrott nach hier. Hat aber keinen Schrott dabei. Was bringt er denn? Gar nichts, Leerfahrt? Ja, der hat eine Leerfahrt gemacht. Schrott, müssen wir gucken dann. Die Linie. Schrott ist hier. Zwei Züge sind da drauf. Und da ist 0% eingestellt. Sollte er vielleicht nicht mit 0 durch die Gegend fahren, ne? Aber war das so, weil er auch gleichzeitig was anderes transportiert? Hm. Schwierig, ne? Da. So, ich war den am Verfolgen, deswegen ging meine Pfeiltasten nicht, beziehungsweise die auf dem Luftfahrt zur Ziffernblock. Wann fährt er bitte schön? Warte auf freie Strecke. Hier ist alles frei. Schrott, das ist der zweite Schrottzug. Ah, der hat hier diesen Dingens ist nicht eingetragen, deswegen haben wir da das Problem, ne? Ja. Müssen wir gerade die Linie ändern. Einfügen den und hinzufügen auch wahrscheinlich den, ne? 100. Ja, ich glaube schon. So, jetzt fährt er da auch rein. So, das ist der. Und das ist auch der, ne? Genau, das sind die zwei Züge, die auf der Linie sind. Die machen uns die miesen. So, das ist das Schiff hier. Das ist auch mies am Machen. Paletten laufen nicht. Das ist schlecht. Das ist ein Bus. Der macht hier den Stadtverkehr. Ist aber relativ voll dafür, ne? 31 Passagiere. Ist schon was. Drei von da außen nimmt er mit und die anderen waren 31 dahin, ne? Oder vielleicht auch nur 28. Gucken wir mal, was er hier so fährt, oder? Da oben ist noch eine Bushaltestelle. Ach, der fährt noch hier links, das Werk da oben auch noch an. Und da stehen auch zwei Personen. Okay, dann lass uns mal fahren. Ist jetzt nicht unbedingt rentabel, ne? Drei Arbeiter hin, zwei zurück. Wird schon noch werden. Wo fährt er? Stadtbus Radolfzell ist das, okay. Na, da ist keiner, der mal einfällt und da ist aber noch keiner, ne?
Das sind die Bushaltestellen, die hier so sind, ne? Hier gibt es keine Haltestelle, oder wie? Was muss er denn bedienen dann? Radolfzell, Below McKinley Straße. Da war er gerade. Jetzt Radolfzell Ost. Okay, das ist dieser. Kann man denn da einsteigen, so als Passagier tatsächlich? Und dann Konrad Adenauer. Die ist da oben. Und der Konrad Adenauer fährt also auf Straße. Okay. Und danach Rudolf Lilienthal-Sperre. Talstraße. Lilienthal-Straße. Okay. Ja. Ist so ein Stadtbus, der sich nicht unbedingt rentiert, ne? Aber ist halt so. Gut. Wo fährt er lang? Riedenburg Rathaus. Ah, das ist der zwischen, sag schon, der Stadt hier und dem Museum, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der Freizeit und der Freizeittouristen. Der Sehenswürdigkeit. Apollo-Tempel bei Kassel liegt ja. Der fährt da hin und her, ne? Gut. Sechs Passagiere hat er auch, so ist nicht, ne? Also, da gibt es schlechtere hier. Was haben wir hier für einen? Der fährt das Bier durch die Gegend, okay. Der Fahrplan da aus, Laden 100%, okay, dann geht das. Wieder zum Markt, ne? Jetzt ist wieder voll geladen. Wie viel sind hier drin? Also, achso, die produzieren auf jeden Fall und haben auch alle Materialien da. Und ja, da sind genug Paletten, ne? 176. Muss man überlegen, zweiten Gliederzug dahin zu stellen, ne? So, die haben sechs Passagiere. Das ist die Vier-Städte-Tour, ne? Lauter ist der gerade. Tja. Fährt er hier rüber in Schnee. Und dann da hoch, ne? Okay, hier geht's auch größer. Das bedeutet, da muss wieder eine Bushaltestelle gebaut werden. Hier gibt es noch keinen Stadtbus, ne? So, die Bushaltestelle wäre da und die müsste dahin, um das abzudecken. Machen wir, oder? Und da kommt sie hin. Dann müssen wir aber die Linie ändern. Die Vier-Städte-Linie. Machen wir allerdings hier rüber. Ja, ist die Frage, Vier-Städte-Linie ändern oder nicht, ne? Das sind auch schon veraltete Busse. Die fahren aber gut plus ein. Der neue, der fährt minus ein, ne? Was machen wir da? Hier sind jetzt drei Bushaltestellen. Ja, Linie ändern. Und wo kommen wir denn da? Flotow Klosterstraße ist da irgendwo. Waldeck, Waldeck, Waldhof, Flotow Klosterstraße.
Müssen wir den da vorher einfügen. Platinenweg und dann Foto und dahinter einfügen. Dann kommt er von Sonderhausen. Da nochmal einfügen. Und einfach hinten dran hängen, ne? Noch einmal. So, dann passt es wohl. Gut, das haben wir noch gemacht. Ja. Passt so. Ja, der steht jetzt, der ist ja Hopfen, das ist alles okay, denke ich mal. Die Milch wird auch plus. Das ist nochmal der Milch-LKW. Da haben wir, was haben wir da denn für einen? Wo fährt er denn hin? Ach so, er holt die Paletten aus Döbeln vom Hafen ab, ne? Ja. Wo unser Schiff da lang auch mal machen, ja. Na komm schon. Okay, 250 voll. Ist natürlich krass, ne? Müssten wir auf Dauer mal angucken, wie voll der so ist und so, ne? Und ja, die Gewinne nach unten sind ja auch immer mehr, ne? Da ist er. Weiße Flotte, da gibt es auch tatsächlich schon ein neues Schiff, ne? Döbeln Altenau. Okay, und haben wir noch ein Schiff mehr? Na, zwei doch, oder? Da unten, wo fährt der lang? Riedenburg Rathaus, das Riedenburg Flotte, okay. Ja, wie sieht denn das mit der Statistik hier so aus? Beförderung mal hoch, mal niedrig. Achso, einmal schafft er dann zweimal. Aber immer voll, würde ich sagen, sonst wäre nicht 250 und 500, ne? Also Auslastung ist hier definitiv da. Jetzt fängt der neue Monat an. Okay, das war das eine Schiff, da ist das andere, gucken wir da auch nochmal in den Profit rein, vielleicht können wir bei beiden Linien, oh, da war mal Minus, und der fährt nicht immer voll, oder? Ach, Beförderung müssen wir machen, dann sehen wir das besser. Okay, da hat er einmal nicht so viel gehabt, da war nicht ganz voll, aber da ist er jetzt schon immer voll, ne? Zu überlegen, ob wir da nicht noch ein zweites Schiff jeweils drauf setzen. Profit. Ja, gute Frage, ne? Man müsste einfach hier, der ist ja gerade hier einer gewesen. Ja, da warten reichlich Passagiere, ne? Ich glaube, wir setzen da noch jeweils ein Schiff drauf. Dafür müssen wir aber da oben hin. Gehen wir über die Karte. Gucken wir da mal rein, was gibt es denn für Schiffe hier? Fähren. Ach so, okay. Und das hat dann wie viel? 1000 Leute? Das sieht so groß aus. 500 Passagiere gehen da drauf. Das sind dann schon viele, ne? Schon doppelt so viel, wie das andere Schiff hatte, ne? 32. Auch veraltete zeigen wir gerade an. Haben wir den jetzt schon gekauft, oder was? Das wollte ich gar nicht, ne? Oh. 32, 16, okay, aber das ist ja das gleiche in grün dann, ne? Also den müssen wir jetzt nochmal, ne, den weg, den hin und den nochmal verkaufen. Ja, da war mal. Den haben wir jetzt verkauft, den anderen haben wir jetzt sowieso schon da, ne? Und dann setzen doch auf die Linie Döbeln.
Altenau. Starten. Und das andere, komm, zack. Andere Linie war Riedenburg-Floto. Starten. Gut. Da fährt die weiße Flotte. Also okay, das ist der andere, ne, der gerade. Und da müssen wir gucken, vielleicht setzen wir die beiden ja außer Kraft. Also außer Kraft ist gut, ne? Weg damit dann, wenn sich das nicht rentieren sollte. Der fährt natürlich jetzt zeitgleich mit dem, das ist wieder mal doof, ne? Da müssen wir gucken, dass wir da was ändern. So, wer ist das? Kommt nicht. Doch, da. Riedenburg-Floto. Und er ist auch Riedenburg-Floto. Der soll nochmal nach da fahren. Hat auf jeden Fall ein Stück Abstand, ne? Wie schnell fährt denn der? Maximal 24 km/h und er fährt 22. Okay, der Große ist auch noch schneller, ne? Okay. Dann wird er sich mit der Zeit sowieso verändern da. Alles gut. Okay, soweit haben wir erstmal das gemacht. Wir gucken uns nochmal vielleicht zum Schluss die Milch einmal an. Nein, die Milch war es nicht. Das Stück gut war es. Das Stück gut war es. Die Früchte liegen hier. 1510 Südfrüchte sind das, ne? Und ist es hier die Südfruchtkiste? Ja. Hat jetzt 605 neu angefangen, ne? Ja. Lass mal gerade schneller laufen einmal. Der holt jetzt wieder Südfrüchte. 140 Stück fährt die darüber. Es rentiert sich überhaupt nicht. Das ist ein totales Minusgeschäft, ne? Da kann jetzt nur noch gucken. Er hier, was macht er? Er macht Plus, aber das ist nicht so viel Plus, dass man sagen könnte, na jo. Der subventioniert das Schiff mit, ne? Das macht er nicht. Und dann geht's auf den Markt und da wird's verkauft. Und die haben keine Südfrüchte. Ja. Angekommen sind da reichlich. Verbraucht werden auch alle. Und unterwegs ist klar. Klosterbrauerei. Produktionskennzahlen, ja. Abgefahren. Angekommen. Produktion. Ist jetzt hier schwer zu sehen, ne? So, das Passagierpostbedarf, ja. Das waren Waren. Milch ist unterwegs. 2370. Ist alles verbraucht, auf Lager ist nichts. Ich setze mal schnell da noch einen LKW drauf. Und zwar waren das Südfrüchte. Hätte ich gerne gesehen. Gut, der.
hat 6 Buletten, der hat 8 Buletten. Der ist schneller. Machen wir mal. Und da gibt es auch einen Anhänger zu, ne? Haben wir das mit dem Anhänger bedeutet auch wieder größere Haltestelle, ne? Haben wir da, glaube ich, nicht. Dögelnhof, Hafen, Düffeln, Hafen, Markt. Zack, los geht's. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.